Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online. Ich bin's, der Black. Ja, wir befinden uns immer noch in der Westfold und nach der Schlacht um Helms Klamm an den Pforten des Isen. Und überall hier brennt es. Ja, und wir sollen mit Halbarad sprechen. Das werden wir natürlich direkt tun. Hey, Halbarad. Ich wusste, dass wir uns wiedersehen würden, aber nicht, dass es so schnell geschehen würde. Ja, ich habe immer gewusst, dass wir uns wiedersehen werden, meine Freundin, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so bald geschehen würde. Es war keine einfache Entscheidung, euch vorzuschicken, aber Theodred hat eure Hilfe bitter benötigt. Es betrübt mich, dass er seinem Schicksal nicht entkommen konnte, aber vielleicht hat sein Opfer zur Entschlossenheit der Eorlingas beigetragen. Die Graue Schar hat ihre Mission erfolgreich erfüllt. Wir sind nach Rohan geritten und haben uns rechtzeitig unseren Anführer versammelt. Nicht alle haben es lebend bis hierher geschafft, aber die verbliebenen Waldläufer werden alles in ihrer Macht Stehende tun, damit Aragorn sein Schicksal erfüllen kann. Ich bin froh, euch zu sehen, Boltaniel. Und da ist Aragorn. Ich muss über vieles nachdenken, doch ich habe nur wenig Zeit dazu. Ja, welch euch eine Freude, euch zu sehen, meine Freundin. Hätte ich doch nur gewusst, dass sie aufgebrochen sind, um mich zu finden. Aragorn wirft einen vielsagenden Blick auf euch. Als ihr mir von den Dunedain erzählt habt, hätte ich nicht gedacht, dass ihr vor kurzem mit ihnen gereist seid, Boltzendil. Ich glaubte zwar nicht, dass sich dadurch meine Pläne geändert hätten, aber vielleicht sind meine Worte nur der späten Einsicht geschuldet. Steckt die Weisheit Elronds hinter eurem Schweigen, meine Freundin? Er ist nicht für seine Gesprächigkeit bekannt, was die Worte seiner Söhne umso interessanter macht. Ich brauche Zeit, um über viele Dinge nachzudenken, aber woher soll ich die nehmen? So. Ich bin äußerst gespannt, was wir in Isengard finden werden. Ja, ich erst. Augenblick, warte mal, muss mal ganz kurz das Bild minimieren. Hier hängt noch was. So, jetzt müsste es klappen. So. Entschuldigung, ich hatte eine kurze Unterredung mit Halbarad. Ich hatte in Isengard noch eine Rechnung offen und jetzt sind es zwei. Wir müssen schnellstens herausfinden, ob Lothlandir innerhalb des Rings noch am Leben ist. Boltzendil, wenn Gandalf danach ist, kann er Saruman wochenlang zur Rede stellen. Ich jedoch sorge mich nur um das Leben meines Weggefährten. Ich habe ihn seit Jahren nicht mehr gesehen, aber Lothlandir ist ein alter Freund und ich werde ihm nicht seinem Schicksal überlassen. Lass uns die nördliche Straße nach Isengard nehmen. Ich bin neugierig, was uns da erwartet. Nur, und ich erst. So, der geflutete Ring, das ist unsere neue Aufgabe. Die werden wir gehen. Ich habe hier immer noch eine Nachricht einstecken. Die lösen wir später. So. Die Richtung sollte mehr oder minder klar sein. In diese hier. So. Wusste gar nicht, dass da lang geht. Aber okay. Wird wohl. Nun gut, hier brennt es überall. Hatten wir schon festgestellt. Nichtsdestotrotz wird es Zeit, sich auf den Weg zu machen. So. Eine Quest sehen wir nicht auf der Karte. Das heißt, es ist auch nichts, was wir irgendwo großartig annehmen müssen. Ich hoffe, hier geht es wirklich lang. Sieht sehr felsig aus. Ihr kennt mich ja. Ich verwirre mich übrigens. Übrigens, ja, es ist Nacht. Es tut mir leid. Ich wollte eigentlich bei Tag aufnehmen, wie immer. Aber ja, Zeitgründe lassen dies heute nicht zu. Und zusätzlich kommt noch hinzu, ich muss noch die ganzen Einstellungen prüfen. Audio- und Videoeinstellungen wurden ja zurückgesetzt. Da gab es wohl einen Patch, der da irgendwas geändert hat. Und deswegen war meine benutzerdefinierte Datei wohl inkompatibel, so wie mir gesagt wurde. Deswegen habe ich das alles so mehr oder minder grob neu eingestellt. Ob das so passt oder nicht, das müssen wir noch sehen. Wenn euch was auffällt, könnt ihr es gerne schreiben. So. Und da sind wir wieder in Isengard. Ja, den Weg kennen wir tatsächlich. Naja, wobei das hier ein anderes Isengard ist, als das wir kennen. Hier ist ja schon alles abgesoffen. Da war offensichtlich schon jemand am Werke. Eine seltsame Stille liegt sich über die Landschaft. Und Wasserlachen säumen den Weg. In Isengard hat sich seit eurem letzten Besuch viel geändert. Ja, ihr werdet Isengard seit eurem letzten Besuch kaum wiedererkennen, Boltzendil. Ich wage sogar zu behaupten, dass selbst Saruman täte sich damit schwer. Aber das hat er sich selbst zuzuschreiben. Nur das mit definitiv. Wäre fast besser, hier bei Tage einzureiten, aber ja gut, okay. Die Schlacht war ja bei Tage, die anderen kamen auch bei Tage an. Eigentlich wäre das günstiger, aber nö, komm. Ja, schon schön, Isengard mal bei Tag zu sehen. Aber ich denke, wir werden ja eh noch ein bisschen da bleiben, hoffe ich. Also, hier haben wir ein paar fliehende Dudenländer.
Neue Aufgabe, ein heilloses Durcheinander. Hat böse Geister über uns gebracht. Was, ihr schon wieder? Männer, erhebt eure Waffen. Brauche ich eigentlich nicht vorlesen, ne? Es ist noch nicht vorüber. Statt der, Unmute, Laute und hast du nicht gesehen. Ich denke nicht, dass ihr lange genug leben werdet, um uns helfen zu können. Alles klar, kommt nicht näher. Was jetzt Störung brauche ich auch nicht lesen, aber okay. Wir haben eine weitere Sucht vor Isengard und der mit den Dunländern gesprochen hat, der ist in der Richtung hier unten. Ne, da hinten ist Flinkbaum. Alles klar. Na, ist ja schön. So. Isengard, ich komme. Wir wurden ja eine ganze Weile da drin gefangen gehalten und es ist schön zu sehen, dass es nicht mehr so schön ist anzusehen. Ihr wisst schon, was ich meine. So, auf jeden Fall reitet nach Norden zum Tor von Isengard. Das ist die Hauptquest. Nebenquest Linkbaum anquasseln. Auch das wird jetzt nach und nach geschehen. Ha, ich freue mich. So. Als ruhmreicher Sieger, zumindest dieser Schlacht, kehren wir zurück. Jetzt haben wir hier sogar ein Pferdchen. Und wen haben wir denn da? Zwei Hobbitze. Schön. Stallmeister. Ich weiß nicht, ob wir diesen Überfall überleben werden. Wobei, Helmslamm lassen wir gebunden. Das muss jetzt nicht sein. So, was haben wir denn hier? Hey! Hallo, wir haben uns lange nicht gesehen. Seid gegrüßt. Wir haben uns eine Ewigkeit nicht mehr gesehen, Boltheniel. Wie ist es euch ergangen? Willkommen in Isengard. Ich wünschte, ihr könntet jetzt euer Gesicht zeigen, meine verwirrte Freundin. Willkommen in Isengard. Ihr habt seit unserem letzten Treffen sicher einige aufregende Abenteuer bestanden. Aber ich kann euch versichern, dass wir nicht untätig waren. Lothlorien scheinen wir vor Ewigkeiten hinter uns gelassen zu haben, nicht wahr? Ein Großteil der Reise war unangenehm. Dafür können wir uns bei unserem Freund Ugluk und Grischnack bedanken, aber ich vergaß, dass die beiden nicht mehr unter uns weilen. Kein großer Verlust, das kann ich euch versichern. Baumbart und Flinkbaum dagegen sind sehr nette Gesellen, auch wenn etwas verschroben. Aber meint ihr nicht auch, dass ich etwas gewachsen bin? Pippin lacht über den verdutzten Gesichtsausdruck. Das war nicht metaphorisch gemeint, Boltheniel. Obwohl es nicht abwegig wäre, ich spreche jedoch von meiner tatsächlichen Körpergröße. Kennen wir ja auch aus dem Film. Ich weiß gar nicht, ob das in Büchern auch mit Thema war. Neue Tuck und Brandybuch. Pip will euch absichtlich verwirren. Ja. Er bekommt nicht oft dazu die Gelegenheit. Umso mehr genießt er dieses Spiel. Es scheint, wir hätten diesmal der Traufe entwischt, um wieder in den Regen im Regen zu stehen. Pip und ich wurden nach unserer Gefangenschaft von unseren Häschern durch halb Rohan geschleift. Aber wir erreichten Isengard auf dem Rücken eines guten Freundes und nicht unter den Peitschen der Orks. Baumbart brachte uns hierher. Und er ist der Fangorn und der Fangorn ist Baumbart. Versteht ihr? Die Geschichte erweist sich als komplizierter, als ich dachte. Ich habe eine Idee. Wir haben etwas Pfeifenkraut im Torhaus gefunden. Wenn ihr mir etwas davon bringt, dann werde ich versuchen, euch unsere Geschichte zu erzählen. Sehr schön. Also Pfeifenkraut im Torhaus kriegen wir hin. Ich gehe aber erstmal kurz zu Flinkbaum, damit wir das auch mit erledigt haben. Denn, wir können es erledigen. Hoffe ich mal. Gab es hier Brücken oder muss ich schwimmen? Bin mir nicht mehr sicher, das ist eine Weile her. Na, ich versuche mal mit Schwimmen. Und hoffe, dass ich da drüben auf der, ihr wisst schon, wieder rauskomme. So. Flinkbaum. Verdammt. Ärgert mich tierisch, dass es wieder mitten in der Nacht ist. Manu. Ich würde mir das so gern so ansehen, aber naja, gut. Wird schon werden. So. Einmal den Bach entlang. Bach, ne? Ihr wisst schon. Aber interessant, hier keine Orks mehr, keine Gegner. Ne? Das Gebiet ist nahezu beräumt. Bis auf die Dunländer, die ja mehr oder minder aufgegeben haben. Finde ich cool gemacht, muss ich echt sagen. Die Frage ist, ob ich jetzt schon immer auf diese Karte kommen hätte können. Bevor Isengard oder ob das wieder so eine Karte ist, die jetzt neu verwurzelt ist. So. Hey, Flinkbaum! Bleib stehen und ruh dich etwas aus. Ah, Tatrum, kleines Wesen. Ich erinnere mich an euch. Vieles ist anders, als wir das letzte Mal sprachen. Mehr Tod, Gewalt. Und ich habe noch mehr Freunde verloren.
Glücklicherweise hat das jetzt ein Ende und das Land kann seine Wunden heilen. Ich werde schon bald in den Wald zurückkehren, aber vielleicht könnt ihr mir zuerst noch dabei helfen, den Baumvernichter aufzuhalten. Es sollte jetzt nicht mehr allzu schwierig für euch sein, nach Isengard zu gehen. Meine Freundin. Ein Bindel mit Fanghornblättern. Meist rein. Fanghornblättern, Flinkbaum. Öffnet und findet heraus, wie viel es enthält. Okay. Nicht genug Platz. Doppel okay. Shambo. Warte mal. Nehmen wir mal anders. Ne, das geht ja auch nicht, wenn ich schon so zu wenig habe. Aber so kann ich. Dann kriege ich das hier. Krieg viel zu viele von diesen Teilen, muss ich sagen. Ah, schon wieder war einiges drin. Okay, hier müssen wir mal bei Gelegenheit gucken, ob ich die gebrauchen kann oder nicht. Ansonsten werden sie zerlegt. Aber das muss ich offscreen machen, weil das dauert ein bisschen. So, legendäre Gegenstandskiste habe ich auch noch, aber erst einmal nehmen wir hier jetzt beenden das Bündel mit. Nur nicht so hastig. Ja, du suchst das Torhaus nach Orks. Das heißt, da wollten wir eh hin. Insofern passt das ja. Sehr schön. Bündel. Ich habe keine Ahnung, wo was drin war. Ich sehe es nicht. Hier ist eine Zierwerkrüstung. Große Allianz. Achso, das hatte ich auch noch entsteckt. Jo. Okay. Na gut, wir gehen wieder rüber. Denn logischerweise erwartet uns drüben unser Schicksal. Weil drüben ist. Ne? Das ist ja irgendwie verständlich. Ich reite aber vorher wieder ein bisschen runter und gucke, dass ich da unten diesen schmalen Gang erwische. Damit ich auch garantiert rüberkomme, beziehungsweise hier ist relativ schmal Dingens. Ich meinte aber hier eigentlich den Aufstieg. Ich glaube, das war hier, ne? Wir gehen mal hier rüber. Wird schon passen. Ein bisschen Strömung. Aber dagegen kommen wir an. Das ist wichtig. So. Okay. Wieder trockenen Fußes. Wieder auf Hottehü. 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 Ja, da finde ich mein Hottehü schön wie nü. So, wir sind beim Torhaus angekommen. Genau, zum Torhaus wollten wir ja rein. Hier haben wir jetzt sogar zwei Questen im Torhaus zu erledigen. Und naja, das letzte Mal, als wir da waren, mussten wir noch drin rumschleichen. Mehr oder weniger. Okay. Hat sich auch ein bisschen verändert hier. Nicht mehr ganz so nett anzusehen. Das Torhaus ist voller Schutt. Selbst hier hat die Flutwelle ihre Spuren hinterlassen. Jawohl, auf jeden Fall. Ist aber auch gut so. Ne? Irgendwo muss der ganze Unrat ausgespült werden. Die Orks sind entweder ihren schweren Verletzungen erlegen oder wurden von den Trümmern erschlagen. Keiner von ihnen blieb hier am Leben. Ja, so ist doch gut so. Auch das muss sein. Ja, auch wenn jedes Leben verschwindet. Nö, Ork-Leben sind nicht verschwendet. Das geht schon so. So, okay. Also wir nehmen uns etwas Pfeifenkraut. So, das reicht schon. Und wir haben eigentlich noch eine zweite Quest hier drin. Aber ich weiß, müsste nicht, wo die sein sollte. Vielleicht ist die auch schon erledigt. Durchsucht den Ring von Isengard nach Orks und überfluteten Zelte. Achso, das war wahrscheinlich die Meldung, die wir bekommen haben, dass es hier keine Orks mehr gibt. Gut zu wissen. Damit ist hier tatsächlich die Quest auch schon erledigt. Nasse Füße. Naja, kriegt man halt, wenn man sich mit Ents anlegt, ne? Guck mal, hier liegt noch ein toter Ork. Haha. Du bist tot, du bist tot, du bist tot. So, Entschuldigung. Schadenfreude. Bolzeniel ist so. Ihr wisst ja, wie das ist. Ich würde sowas nie tun. Macht man nicht. So. Okay. Raus jetzt. Da sind wir. Und mittlerweile hat sich scheinbar auch der Aragorn dazu gesellt. Sehr schön. Hey Merry, hey Pippin. Lasst mich meine Pfeife stopfen, dann werde ich mit meiner Geschichte fortfahren. Jawohl. Ah, wunderbar, meine Freundin. Dieses Pfeifenkraut ist voller allerhöchster Qualität. Ich kann mich der besten Ernte des Südviertels mit der besten Ernte des Südviertels messen und schmeckt, als wäre ich wieder zu Hause. Erlaubt mir meine Pfeife zu stopfen, bevor ich mit der Geschichte fortfahre. Wo war ich doch gleich stehen geblieben? Bei Baumbart und den Ents, wenn ich mich nicht irre. Aber wartet, mir scheint, dass Aragorn voll von Sorgen geplagt ist. Vielleicht solltet ihr erst mit ihm sprechen, wenn ich weiter erzähle,
ich erzähle weiter, wenn sich sein finsterer Gesichtsausdruck verflüchtigt hat. Okay, hey Aragorn, was hast du denn? Dieses Pfeifenkraut stammt nicht aus Isengard. Es kam aus dem Auenland. Ja, das Pfeifenkraut aus dem Torhaus ist nicht in Isengard angepflanzt worden. Sein Geruch und sein Geschmack ist nur mit dem Pfeifenkraut des Südviertels zu vergleichen. Was nur eine Schlussfolgerung zu sich lässt. Es hat seinen Weg aus dem Auenland hierher gefunden. Was wiederum nur bedeuten kann, dass Saruman auch ein Auge auf die Heimat der Hobbits geworfen hat. Mir gefällt das ganz und gar nicht. Sollte uns das Glück treu bleiben, wird der verräterische Zauberer so schnell kein Unheil mehr anrichten. Sein Pfeifenkraut könnte das einzige bleiben, was Saruman vom Auenland in die Finger bekam. Aus den Büchern wissen wir tatsächlich... Ich zweifle nicht an Sarumans Fähigkeit anzugreifen. Nicht einmal jetzt. Aus den Büchern, wer die Bücher gelesen hat, weiß tatsächlich, Saruman hat den Sturz von Isengard überlegt und ist wirklich ins Auenland. Also das ist wieder Bücher von Konform eher. Saruman scheint in der Falle zu sitzen, aber ich empfehle ihm trotzdem ein vorsichtiges Vorgehen. Ich bezweifle nicht für eine Sekunde, dass er uns noch immer empfindlich treffen kann. Eine Bestie, die in der Lage in eine Enge getrieben wurde, ist unberechenbar und gefährlich. Gandalf ist zum Fuß des Orthanc vorausgegangen, findet ihn und fragt ihn, was er von der Lage hält. Natürlich nehmen wir das an. Und was haben wir hier? Pip und ich flohen vor den Orks und sind dabei auf Baumbart gestoßen. Ja, wisst ihr, er ist ein Ent, ein Hüter des Waldes. Möchtet ihr die ganze Geschichte hören? Ja, komm, erzähl mal. Ja, erzähl mal. Das machen wir aber tatsächlich dann in der nächsten Folge. Da wird die heute mal ein bisschen kürzer. Schadet auch nicht. Und in der nächsten Folge schauen wir uns an, wie es Pippin und Merry so ergangen ist mit Baumbart. Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss.